Josef Manus aus Bozen, zwangsweise zur SS nach Westpreußen eingezogen, verweigerte am 4. Oktober 1944 aus Glaubensgründen den SS-Eid. Vor Kriegskameraden sagte er: Wenn nie jemand den Mut aufbringt, denen zu sagen, dass er mit ihren nationalsozialistischen Anschauungen nicht einverstanden ist, dann wird es nie anders. Du hast nicht geschwiegen, du bist dir treu geblieben, du warst zum Widerstand bereit. Du hast nicht geschwiegen, du bist dir treu geblieben, du warst Leuchtturm in der Zeit. Josef Manusser sagte 1938: Nicht Gewalt, nicht Geld, nicht geistiges Können hat uns der Herr als unerlässlich geboten, um sein Reich auf Erden aufzurichten, sondern etwas Bescheidenes und Wichtigeres: Zeuge zu sein. Zeugnis geben ist heute unsere einzige schlagkräftige Waffe. Es ist das Zeugnis ohne Worte, dass der lebendige Christ täglich lebt. Zu Hause, bei der Arbeit, auf dem Felde, in der Werkstatt, vor den Menschen. Du hast nicht geschwiegen, du bist dir treu geblieben, du warst zum Widerstand bereit. Du hast nicht geschwiegen, treu geblieben, du warst Leuchtturm in der Zeit. In seinem letzten Brief aus der Untersuchungshaft schrieb Josef Manusser an seine Frau: Ich kann auch nicht sagen, wann meine Sache zur Entscheidung kommt, und bitte, dich in Geduld zu fassen. Gott, der als liebender Vater überall und jederzeit über uns wacht, wird uns nicht verlassen. Die Liebe und Zuversicht, die aus deinen Briefen zu mir spricht, hat mein Herz ordentlich warm gemacht, und ich kann nur innigst danken dafür. 2,5 Monate später, am 24. Februar 1945, starb Josef Manusser auf dem Transport ins Konzentrationslager Dachau in Erlangen den Hungertod. Du hast nicht geschwiegen, du bist dir treu geblieben, du warst zum Widerstand bereit.